eine Rolle, spielt vielleicht für Bayern München ein Stück weit eine Rolle, weil Bayern München ist. Und ich glaube, dass er das Spiel beleben kann. Pfeifkonzert auf der einen Seite, Applaus auf der anderen Seite, denn die Bayern kommen gerade hier raus. Da ist er, James macht sich jetzt also warm. Wir gucken uns das Elfmeterschießen an. Du hast ja selber mal mit Hamburg Elfmeterschießen verloren beim Telekom Cup, ne? Ja, okay. Auftritt. Und zwar ein Auftritt, auf den wir uns alle freuen. James Rodriguez unter der Woche. Stegemann haben wir auch schon gesehen und er ist dabei. Die Jüngeren, aber natürlich die Augen sind auf ihn gerichtet. Was war das für ein Auflauf? Interessant. Ja. Coman macht direkt dort weiter, wo er aufgehört hat. Oh! Das war... Jetzt über die linke Seite und da haben wir einen, der einen ganz genialen linken Fuß hat. Der Mann mit der Elf. Ja, das hatten wir vorher schon mal kurz diskutiert im ersten Spiel und ich finde es auch gut. Standards, Freistöße, alles sein Metier. Ja, der im letzten Jahr fast gar nicht zum Zug kam in dieser Weltklasse-Mannschaft. Der ist schon mal gefährlich. Früher auch Stuttgarter Kickers gespielt, sich dann wirklich langsam hochgearbeitet. Den Stützen, der leider letzte Saison auch verletzt war, aber in Kopenhagen. Also echte Typen, den haben die Bremer und Usut. James, den merkt man an, der will Ballkontakte haben. Auch wenn all die anderen kommen, also in den Offensivpositionen, sagen wir mal für vier Positionen mindestens 8 Spitze, das wird ein schönes Gerangel. Der wahrscheinlich als Backup für Kimmich dann. Er hat in der letzten Saison gebraucht, bis er ein Tor erzielte. Stark rausgespielt. James, Rafinha und das hier. Das ist stark gegen Caldirola. Das wissen wir natürlich nicht, was für finanzielle Zwänge. Ja. Wenn ein toller Typ ist, für eine Entscheidung sorgen kann. James. Und deswegen würde ich persönlich diesen Spieler als Werder Bremen und auch als Trainer von Werder Bremen ganz ungern. Pantovic, 21 Jahre. Unglaubliche Präsenz, Dominanz. Übrigens, James ist deutlich anzumerken, dass er echt den Ball fordert. Ne? Also der will schon was machen hier. Ganz, ganz andere taktische Formation. Vorher haben wir Coman gesehen, nur auf der rechten Seite, fast an der Linie. Rafinha. Sieht er gut, sieht er sehr gut. Dem Bruder geht es ja wieder gut nach der Stoffwechselkrankheit. Und auch Bilder und die Borussia, das geht morgen noch weiter. Da werden auch große Teile der Mannschaft. Die knappe Sache in der dritten Liga. Da war er auch der Abwehrchef. Und der keinen Schiss hat. Keine Angst. Schon einen Titel gewonnen haben im Juniorenbereich. Ganz wichtig auch, sagt Götze. James. Gut von Götze. Fügt sich eh ganz gut ein hier. Ersten Aktionen sind ihm gut gelungen. Wieder hängen. Müller. James geht's. Der momentanen Belastungsphase des Trainings für diese Mannschaft aus Bremen. Ja, dann Liverpool. Auch okay. Auch okay. Meine Vorbereitung. Ja. 2012 gab es ein Aufeinandertreffen. James hat schon ein bisschen angedeutet, was er kann, aber klar. Ich auf Kurs. Aber wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen und die anderen Stars. Der FC Bremen hat sich gut verkauft, hatte aber keine Chance. Kurz sind wir weg, aber dann geht es weiter hier. Unter anderem auch noch mit